Mein Name ist Bettina Baumann. Ich könnte jetzt wieder sagen, hatte und anstrengende Zeiten. Das mache ich heute aber nicht, obwohl es so ist. Ein neues Mindset für Belastungen, für den Stress der Veränderung dieser Qualitäten, die uns jetzt da so umgeben. Wir können nicht den ganzen Tag klopfen und deshalb das Angebot, ein neues Mindset für diese Dinge, die uns jetzt alle betreffen, zu schaffen. Mindset heißt nichts anderes als die Art zu denken und zu bewerten. Wie willst du oder ich mit diesen Veränderungen umgehen? Viele Beziehungen kriseln, also wirklich fast jeder Klient, Klientin im Moment trägt sich zumindest mit dem Gedanken, sich zu trennen. Und auch die Arbeitsbedingungen sind eine wahnsinnige Belastung. Diese Digitalisierung für ältere Semester ist es eine Wahnsinnsherausforderung, da noch mitzukommen. Ja? Und die haben ja noch 10 Jahre zu arbeiten. Es ist nicht so, dass die kurz vor der Rente stehen. Ja? Dann der Umgang, die Menschen miteinander, das ist alles sehr abgestumpft. Ich habe so auch das Gefühl, das ist noch so eine Folge aus dem Virusgeschehen und dem Trauma, das wir mitbekommen haben. Da geht es viel um Isolation, da geht es viel um Einsamkeit und die Entwöhnung des Miteinander. Ja, oder der andere, oder mit dem anderen zu sein, ist auf irgendeine Art gefährlich. Ich muss sagen, also Menschen, die jetzt wirklich noch dieses Pferd reiten, ich möchte, dass alles so wird wie früher oder alles so wird wie damals, das ist wirklich, wie die Schamanen sagen, das tote Pferd, auf dem sie reiten, das wird nicht mehr so. Wir müssen uns mit dieser Situation und zwar bestmöglichst abfinden, nicht leiden unter Druck oder irgend so, ja, in bestmöglicher Form eine Methode finden oder eine Form finden, wie wir mit den neuen Gegebenheiten gut umgehen können. Hier noch ein Hinweis, weil das war jetzt gerade gestern und vorgestern. Dieter Bröers hat 2 Sondersendungen oder Filme auf YouTube hochgeladen, weil jetzt am 22. und 23. Februar gab es innerhalb von 24 Stunden 3 X-Class Flares, das heißt, das sind Sonnenstürme. Und diese Sonnenstürme tun mit uns sehr viel. Das ist kein esoterisches Gelaber. Da geht es um die Schumann-Frequenz, die durch diese Sonnenstürme, die dann auf die Erde fallen, die erhöht diese Frequenz und das macht sehr viel mit uns. Ich werde das letzte Video von Dieter Bröers unten in der Beschreibung verlinken. Wer Interesse hat, mal mehr über Schumann-Frequenz zu erfahren, kann mir das in den Kommentaren schreiben, dann würde ich vielleicht mal ein Video, so wie ich das erklären kann, würde ich mal dazu drehen. Ja, was darf sich in dir, in mir verändern, um eine bessere Routine im Umgang mit diesen Herausforderungen zu finden? Die Sequenz ist ein Angebot, eine Möglichkeit zu finden, das Mindset neu auszurichten, damit du einen Blick auf all diese Geschehnisse und Widrigkeiten werfen kannst und endlich mal wieder ein Gefühl von Überblick ohne Leid bekommst. Wir beginnen wie immer an der Handkante, nehmen die Punkte über dem Auge, neben dem Auge, unter Nase, Mund, Schlüsselbeinpunkt, entweder so aufgefächert oder eben mit einer Hand. Am Ende eine Entspannung, mach die mit, wenn du die Möglichkeit hast, als Intensivierung dieser Klopfsequenz. Und wir beginnen an der Handkante. Das sind Belastungen. Die sind schwer und anstrengend. Alles verändert sich ohne meine Zustimmung. Ich bin trotzdem okay. Meine Reaktionen sind menschlich. Ich akzeptiere meine Reaktionen. Auch wenn da so viel Dummes und Absurdes geschieht, das mich ärgert
und in die Verzweiflung treibt, bin ich vollkommen okay und ich erlaube mir, mich nicht anzupassen. Meine Reaktionen haben Existenzberechtigung. Handgelenk drücken, tief ein und aus, über dem Auge. Es hat sich so viel verändert, das stresst mich. Neben dem Auge, vieles ist einfach dumm und absurd, das erschreckt mich. Unter dem Auge, ich reagiere mit Ärger und Stress. Unter der Nase, es ist meine Reaktion auf Widrigkeiten. Unter dem Mund, auf Veränderungen im beruflichen und privaten Feld. Schlüsselbeinpunkt, ich lasse den Stress und die Belastung los und gehen. Den Druck aus Kopf und Brust, das nervöse Ziehen aus Bauch und Beinen. Über dem Auge, in der Betrachtung der Dinge und dem Ärger. Neben dem Auge bleibe ich stecken, ich hänge fest, ich komme nicht weiter. Unter dem Auge, ich gehe in Resonanz mit dem ganzen Unsinn. Ich lasse mich reinziehen. Unter der Nase, falle dabei in Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Unter dem Mund, und es zieht mich weiter nach unten, obwohl ich das nicht will. Schlüsselbeinpunkt, ich lasse den Stress und die Belastung los und gehen. Die supernervöse Anspannung aus Muskeln und Nerven. Ich lasse Veränderung fließen, weil ich möchte vorangehen, weiterschreiten in meiner Entwicklung als Mensch. Über dem Auge. Ich nehme meine intensiven Zustände als Triebfeder wahr. Neben dem Auge, sie helfen mir, ein neues Mindset zu schaffen. Die Art, meine neue Art zu denken. Unter dem Auge, ich kann Angst und Ärger drehen. Ich kann ihn wenden, ich kann korrigieren. Unter der Nase muss ich auf Veränderungen mit Schreck und Ohnmacht reagieren. Unter dem Mund muss ich daran festhalten, muss ich wirklich. Schlüsselbeinpunkt, ich lasse das festhalten. Die Starre meiner Denk- und Gefühlsmuster. Jetzt los und gehen. Alles, was mich in Leid und Verzweiflung führt, lasse ich los und gehen aus meinem Kopf, dem Hinterkopf, über die Wirbelsäule hinab. Locker und frei sind meine Kräfte. Über dem Auge festhalten an Dingen, die gerade verschwinden, entzieht mir Kraft. Neben dem Auge feststecken, macht meinen Körper starr und steif. Unter dem Auge, ich steige jetzt dahinter, durchdenke und durchfühle, was mich bewegt. Unter der Nase, da ist Unruhe drin, aber auch viel Kraft. Unter dem Mund festgehalten bin ich unfrei. Schlüsselbeinpunkt, ich würdige meine Art zu denken und zu bewerten. Ich habe das gelernt zu anderer Zeit.
Rigides Festhalten lasse ich los und gehen. Es wäre eine Verschwendung meiner Kräfte und Energien. Ich fließe durch die Zeit, schwerelos und neugierig, über dem Auge. Der Prozess ist anstrengend. Das Neue klopft schon an die Tür. Neben dem Auge, alles, was mich bewegt, ist ein Türöffner. Unter dem Auge, vielleicht brauche ich meinen Ärger, um endlich zu mir zu stehen. Unter der Nase, vielleicht brauche ich meine Wut, um endlich etwas zu beenden. Unter dem Mund, vielleicht schlucke ich noch einmal die Kröte, um endlich Nein sagen zu können. Schlüsselbeinpunkt. Ich wertschätze die Kraft meiner Gefühle. Alles fließt. Ich fließe mit. Dieser Fluss ist eine Reinigung, die Klarheit schafft. Ich betrachte den Fluss furchtlos und kampflos. Frieden entspannt Gedanken und Körper. Noch einmal über dem Auge. Ich durchlebe und durchdenke die Veränderung und schreite weiter. Neben dem Auge. Ich durchlebe und durchdenke die Geistesarmut der Zeit und gehe weiter. Unter dem Auge. Ich durchlebe und durchdenke Fremdbestimmung und gehe weiter. Unter der Nase durchschreite die schwankende Kulisse ohne Verstreckung. Unter dem Mund das Zittern der Hände und die weichen Knie lasse ich los und gehen. Schlüsselbeinpunkt berührt und bestärkt von der Vielfältigkeit meiner Gefühle lasse ich Hochdruck und Überreizung los und gehen. Die alten Muster aus Gedanken und Reaktionen, die Wellen glätten sich. Es wird ruhiger in Augen und Ohren und in meinem Herzen. Handgelenk drücken, tief ein und aus. Wenn du möchtest, atme noch einmal tief ein und lass Verbrauchtes über den Atem gehen. Wenn du kannst, schließe für einen Moment die Augen, nimm eine bequeme Haltung ein, spüre, was sich in dir bewegt hat, nimm es wahr ohne Bewertung, akzeptiere, was gerade da ist in dir. Konzentriere dich auf den Punkt mitten auf deiner Stirne und sage in Gedanken, die Ruhe sinkt in mich ein. Vielleicht spürst du eine sanfte oder kraftvolle Welle, die durch deinen Körper fließt. Und sag noch einmal, vielleicht mit dem Ausatmen in Gedanken, die Ruhe sinkt in mich ein. Ein Gefühl von Wärme, ein leises Prickeln, lass es sich ausbreiten. Alles, was da ist, ist gut. Spür, wie dein Atem sich entspannt.
und dadurch viel leichter fließt, die Brust sich hebt und senkt. Es kann und darf auch leicht sein. Geh in Betrachtung deines Gehirns und suche dort den Ort, der sehr rigide die immer gleichen Signale formt, unbewusst und ungeprüft, auf Bewertungen besteht, von denen du eigentlich nicht weißt, woher die kommen. Betrachte nur und vielleicht kannst du erkennen, dass dieser Bereich recht isoliert erscheint. Um ihn herum toben bewegliche, freie Neuronen, die sich zusammenschließen, austauschen, lösen und wieder anders zusammenschließen. Nun überlege mal, was braucht dieser isolierte Ort, um wieder mit den freien Zellen in Kontakt gehen zu können. Vielleicht braucht er Mut oder Sicherheit oder ihr Lebensfreude und Vertrauen. Was braucht dein Ort? Wenn du weißt, was er braucht, forme ein Symbol daraus. Das kann für die Freude eine Sonne sein, für die Sicherheit ein Schlüssel oder eine Farbe, die diese Qualität ausdrückt. Leg nun diese Farbe oder das Symbol auf diesen isolierten Bereich. Merke dir das Symbol. Du kannst es wieder und wieder auch im Alltag für dich nutzen. Wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann ruhe noch nach. Und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, für deine Offenheit und auch für dein Vertrauen. Bis zu einem nächsten Video.